zur ersten Aufgabe sollen Sie das 1x1 berechnen. Das haben Sie schon mal gemacht mit einer Vorschleife. Hier geht es einfach nur noch mal darum zu zeigen, es geht auch mit While, aber wegen der ganzen Initialisierung ist es eben etwas schwieriger als mit der Vorschleife. Wie geht es? Ich muss eine While-Schleife bauen, eben hier mit While i kleiner gleich 1. Ja, weil ich das i eben hier verwende, muss ich es vorher initialisieren, i gleich 1 und auch kleiner gleich 10 natürlich. Und hinten muss ich das i inkrementieren, i plus gleich 1. So, und dann brauchen wir innerhalb noch eine zweite While-Schleife. Ja. While j kleiner gleich 10. Ja, und auch hier müssen wir wieder initialisieren. J gleich 1. Naja, und hier müssen wir auch eben dann hinten ein J plus gleich 1 haben. Das ist eben die Schwierigkeit, dass man es dauernd initialisieren muss. Na, und hier wollen wir jetzt eben einfach noch eine Berechnung durchführen. I, Komma mal Komma J gleich Komma I mal J. Wenn wir Glück haben, funktioniert das jetzt. J plus gleich 1, da fehlt, der ist etwas auseinandergerutscht. Muss so laufen. Jetzt sehen Sie hier das 1 mal 1. Gut, das könnte man jetzt noch schöner hinterschreiben, aber funktioniert. Wir sollen am Anfang kontrollieren, ob es immer auch richtig funktioniert, ob die Anfangs- und Endwerte übereinstimmen. Also es geht hier vorne mit 1 los und hinten auch mit 10. Und in der inneren Schleife läuft eben auch von 1 bis 10 alles richtig gemacht.